Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon Back to Nature. Ich habe mir schon die Freiheit genommen, die gesamten Felder zu bewässern. Mit die gesamten meine ich natürlich nur die Ananas. Aber da kommt hoffentlich bald weiteres hinzu. Wir werden schön fett einkaufen gehen. So, erstmal muss alles hier in die Versandkiste noch rein. So, dann schauen wir noch nach den Chickies. Ich glaube, denen geht es soweit auch ganz gut. Ich schüttle sie einfach mal, auch wenn kein Herz über den Kopf erscheint. Weiß ich tief im Herzen, dass sie das mögen. Besonders Liz. Die muss richtig startbereit sein dann. Für das Hühnerfest, welches bald stattfindet. Da würde ich schon echt gerne gewinnen. Na komm schon. Ich krieg das schon noch hin. Yeah. Wer ist gut? Ich bin gut. So. Jetzt haben wir beide täglich 5 Eier. Das ist auch schon mal eine ganz gute Bilanz, würde ich schon fast behaupten. So, schmeiß einfach weg. Okay. Zack. Kyoto habe ich schon gespielt heute, ne? Ja. Der ist auch glücklich und zufrieden. Alles klar. So, dann auf zum Laden. Ich denke, da wird bald aufmachen. Dann werde ich ganz viel Saatgut kaufen. Ich glaube, es gibt Tomaten. Und Mais. Und ich glaube, Zwiebeln. Also Tomaten und Mais wachsen nach, Zwiebeln nicht. Schau ich mal, da werde ich entsprechend natürlich ein paar mehr Zwiebelsaat kaufen. Ich hoffe, die werden auch direkt nach Hause geliefert. Nicht, dass ich da jetzt hier mehrfach hin und her rennen müsste. Das war nicht so gut. Oh, es gibt auch einen neuen Rucksack. Das ist ein Rucksack. In ihm passt doppelt so viel wie in deinem jetzigen. Er kostet 5000. Müsst ihr ihn kaufen? Erstmal verzichten, ne? Ja, sei nicht traurig. Den kaufe ich schon noch. Keine Sorge. Das sind Obst- und Gemüsesaat. Wir verkaufen jetzt Saat für den Sommer. Das ist mir klar, mein Süßer. Ich erkläre dir mir nochmal alles. Ich kann halt auch irgendwie... Das nicht irgendwie schneller stellen oder so. Dass wir hier... Dass sie schneller reden oder sowas. So. Ja, Gras, Tomate, Mais und Zwiebeln. Nice. Erstmal einen Schluck trinken. Okay. Ich weiß nicht, ich kaufe vielleicht erstmal... Ich habe keine Ahnung. Ich kaufe erstmal 2. Oder 3. Was? Bist du sicher? Nein, bin ich nicht. Ich muss erstmal gucken, wie viel Mais kostet. Wie viel willst du kaufen? Oh, sogar noch mehr. Gut, dann nehmen wir 3x Mais. Dann nehmen wir auch nochmal. Komm, dann nehmen wir auch nochmal 3x Tomate. Wir hauen hier richtig auf den Putz, wie ihr seht. Nicht, dass ich mich jetzt hier überfordere mit allem. Und dann. Sag mal, ich weiß nicht. Machen wir gleich 6x Zwiebeln. Muss ohne Weide reichen. Die wachsen ja nach. Vielen Dank. Okay, das war's. So, 5000 für einen größeren Rucksack hätte ich eigentlich auch ganz gerne. Allerdings sollte ich vielleicht auch gucken, dass ich erstmal irgendwie an eine Kuh oder an ein Schaf komme. Das wäre vielleicht auch ganz intelligent und damit verbunden auch noch eine Bürste oder eine Mähmaschine oder eine Schere. Da kommen noch einige Ausgaben auf mich zu, würde ich mal fast behaupten. Heute widme ich allerdings den Tag erstmal ganz der Feldarbeit. Ich würde auch gerne in die Berge gucken, was es im Sommer jetzt nochmal alles so für Sachen gab zum Mitnehmen. Also Bambussprossen und Blaugras gibt es jetzt nicht mehr. Das wechselt je nach Jahreszeit. Kann man sich, denke ich mal, schon fast denken. Aber wie gesagt, das schaue ich mir dann später an. Erstmal wird hier alles schön entsprechend aufbereitet. So. Okay. Dann nehme ich jetzt gleich mal... Was hatte ich zuerst? Ist das Mais? Ich glaube, es ist Mais. Das sieht sehr maisig aus. Es ist Mais. Mais! Mais! So ein Scheiß. Da ist ja noch mehr Mais. So. Ich habe einfach zu viele Felder. Ich muss jetzt eigentlich... Das ist so ein bisschen... Widerstrebt mir das gerade so ein bisschen, was ich tue. Ich würde eigentlich gerne hier unten direkt so weitermachen. Aber das geht nicht, weil dieser fette Klotz im Weg ist. Also, schauen wir mal. So. So würde ich ja gerne regulär weitermachen.
gucken wir einfach mal. Hier kann ich auch nicht weitermachen, ne? Weil hier der Klotz hier im Weg ist. Es sind einfach so viele Klötze im Weg. Das nervt mich. Das heißt, ich muss hier... Ich muss mal ein Raster verlassen. Das gefällt mir gleich mal gar nicht. Dann rücke ich einfach mal zwei nach hier. Und mach dann hier so weiter. Das ist schlecht. Nee, kann ich das machen? Komme ich da überall ran? Ich glaube, ich komme dann überall ran. Das ist gut. So. Okay. Was wieder mit meinem Maulwurf? Nee. So, okay. Ach so. Ich habe jetzt hier nichts mehr. Okay, muss ich kurz überlegen. 1, 2, 3. Nochmal 3. Okay, dann brauche ich jetzt nochmal so normal regulär 2. Und die verlängere ich einfach nach hier unten. Und falls ihr euch jetzt fragt... Wow, was war das jetzt? Falls ihr euch jetzt fragt, hey, was labert die da? Ich habe selbst keine Ahnung. Ich überlege mir gerade selbst so in meiner kleinen Welt alles zusammen, wie ich das hier machen möchte. So. Boah, ich glaube, ich übertreibe es richtig hart gerade mit Feldfrüchten. Ich weiß nicht, warum ich das tue. Das ist gar nicht mal so gut. Okay, ich werde im Sommer richtig viel Geld machen, befürchte ich. Boah, das ist doch viel zu viel. Warum mache ich das? Ich werde dann nur noch mit Gießen und Ernten beschäftigt sein, befürchte ich fast. Das ist nicht gut. So. Nehmen wir die Sichel erstmal wieder weg. Und die... Boah, jetzt auch voll viel Platz, ne? Krass. Und die Hacke brauche ich jetzt erstmal ja auch nicht. So. So. Okay. Wenn mir das zu viel ist, lasse ich das mit den Zwiebeln auch erstmal sein. Schauen wir mal. Huch! Hallo? Hallo? Ja, ich habe ein interessantes Buch gefunden. Lies es, wenn du zwischen deinen Aufgaben Zeit hast. Oh mein Gott, ein Buch! Okay, danke. Das nimmt jetzt ganz viel Platz in meinem Inventar weg, Mary. Das ist gar nicht mal so gut. Huch. Hier hin. So. Hier nochmal. Und ja. So. Jetzt habe ich ein riesiges Feld aufgebaut und ich hoffe, dass wir das alles halbwegs ja, hinkriegen mit der Pflege. Das wird auf jeden Fall richtig übel. Oh. Oh, ich nehme die Erzeugnisse mit. Oh, oh. Ja, schon ganz fertig. Ja, das war auch ziemlich viel Arbeit heute, mein Süßer. Am besten wir lesen das Buch mal direkt und geben ihr es dann wieder. Gegenstand beschreiben. Der Holzfäller und der König. Es war einmal ein Holzfäller, der lebte in einem kleinen Land. Eines Tages wurde er zum König gerufen. Der König befahl ihm, hinauszuziehen und eine bestimmte Nuss zu finden, von der es hieß, dass sie das Leben verlängere. Endlich fand der Holzfäller die seltene Nuss weit oben in einem hohen Baum, tief im Wald. Aber als er sich anschickte, den Baum zu fällen, hörte er plötzlich eine Stimme. Es war der Baum, der sprach, »Bitte fälle mich nicht!« Der Holzfäller hatte Mitleid und ließ den Baum stehen. Zu seiner Freude schenkte ihm der Baum zur Belohnung die Nuss. Der Holzfäller hatte noch nie eine Nuss von solcher Farbe gesehen, aber er gab sie gehorsam dem König. Da befahl der König dem Holzfäller, den Baum zu fällen, aber dieser weigerte sich. Erzürnt warf der König den Holzfäller in den Kerker und zog selbst aus, den Baum zu fällen. Doch der König fand den Baum nicht, verirrte sich im Wald und kehrte nie zurück. Der Holzfäller war gerettet. Schön. Alle tot. Nein, okay. Gut, dann bringen wir das mal direkt zurück. Ich habe keinen Platz dafür, Mary. Stopfen wir nicht irgendwelche Sachen in mein Inventar. Ja, jemine, jemine.
Ich hab's extra gelesen. Ich habe Angst, dass ihr mir irgendeine Frage dann jetzt zum Inhalt der Geschichte stellt. Und wenn ich nicht antworten kann, dann bin ich der Gelackmeierte, Leute. Dann bin ich der Gelackmeierte. Wo ist sie? Kann ich hoch? Ich finde nicht, dass man sich in Häusern anderer auf diese Weise umsehen sollte, Yumi. Verdammt. Das kann ich nicht hoch zu ihr. Guten Abend. Oh, verdammt. Gut. Dann muss ich gucken, dass ich Mary morgen das Buch übergeben kann wieder. Naja, nicht ganz so schlimm. Ich muss mich jetzt eh erstmal noch um meine Felder kümmern. Damit bin ich jetzt eine ganze Weile beschäftigt. Ich hoffe, dass meine Energie noch reicht, alles zu bewässern. Zur Not muss ich mich dann nochmal in die heiße Quelle legen und da noch etwas Kraft schaffen. Schöpfen. Sammeln. Wie viel Geld habe ich denn jetzt? Na, wieder ein bisschen. Das ist ganz okay. Ja, genau. Ich bewässere erstmal hier random irgendwas. So. Jo. Übertreibe ich es, Leute? Ich glaube schon, oder? Ich meine, ich nehme ja durch die anderen das schon mehr als genug ein. Warum noch? Ja, ich weiß auch nicht. Oh, oh, jetzt ist er ganz fertig. Ich dachte schon, er bricht zusammen. Ah, oh. Schaffe ich das noch? Wünscht mir Glück. Ah, ich lebe noch. So. Und jetzt ab und schnell ins Bett mit uns. Bevor ich noch ganz ohnmächtig werde. Die Saat, die Zwiebelsaat, die tue ich jetzt erstmal wieder in die Versandkiste. Genau, dann in die Lagerkiste. Nicht, dass ich wieder aus Versehen hier wieder etwas Samen von mir verstreue. Das wollen wir ja alle nicht. Den Hammer nehme ich mal noch mit. Okay, alles klar. Dann ab ins Bett mit uns. Abs ins Bett mit uns. Norms. Was sagt das Wetter? Sonne. Ja, was auch sonst im Sommer, ne? Habe nichts anderes erwartet. Kikeriki! Ich bin ein Hahn. Knuddel. So, liebe Freunde, dann gucke ich mir erstmal hier die Eier an. Oh, sind jetzt alle ausgewachsen. Das heißt, ich kann jetzt jeden Tag 5 Eier bald ernten. Ernten vor allen Dingen, einsammeln. Schon sehr osterlich hier, wie es hier zu sich geht. So. Kann die Hühner auch ganz random hier rumlaufen lassen, aber dann muss man die immer ewig suchen, wenn man die mal schnell reinbringen muss. Oder die legen dann random irgendwo die Eier und dann wird es dann so ein bisschen osterlich. Ne? Ich habe keine Lust, hier jeden Tag stundenlang Eier zu suchen. Hingegen einfach mal Eier zu finden, ne? Das klingt schon besser. Achso, ja, ich habe das Buch ja bei mir. Felder bewässern, mache ich schon später. Ich möchte jetzt gerne erstmal ja, in die Berge gehen und gucken, was jetzt da jetzt Neues an Flora zu finden ist. Tolle Blümchen und hoch. Huh? Ah, hallo Karen. Du siehst besorgt aus. Ist etwas nicht in Ordnung? Keine Sorgen, alles gut. Oh, nun, es ist gut, das zu hören. Okay. Ich frage mich, ob ich auch etwas anderes nehmen können, was besser gewesen wäre. So, jetzt haben wir auf jeden Fall hier Rotkraut. Rotgras, meine ich, glaube ich. Was kann der Schau Marie geben? Da freut sie sich sicherlich drüber. So. Ah, noch mehr Rotgras, Kraut, Dingsi. Perfekt. Gut, und jetzt hier noch so Kätzchenblumen oder sowas. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Vielleicht mag Popuri sowas ganz gerne. Die müsste ja gerade oben sein. Schauen wir mal. Ich bin froh, dass ich inzwischen auch mit der Steuerung zurechtkomme. Da hatte ich am Anfang ja echt schlimme Probleme mit. Popuri, schau mal, was ich hier habe. Oh, was? Ein Geburtstagsgeschenk. Wow, bist du sicher? Dankeschön. Ups.
Mensch, da sind wir jetzt ja mindestens blau bei dir, oder? Auf unserer Geflügelfarm kümmert Mama sich um den Laden und mein Bruder um die Hühner. Was? Immer noch nur lila. Oh, du bist auch gekommen, Yumi. So, dann mache ich euch mal auf. La 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 la. Hätte ich vielleicht Popuri was schenken sollen, was sie mehr mag. Was ist denn hier los? Wir wippen die Hühner übereinander. Na gut, wenn sie das brauchen. So, schaue ich jetzt auf jeden Fall nochmal bei Marie vorbei. Gebe das Buch wieder. Oh, hi. Und wie geht's denn so? Hast du dich ganz deiner Arbeit verschrieben? Ja. Mist, egal was ich dafür tun muss. Ich werde mir seine Anerkennung erkämpfen. Okay, Bro. Ihr beiden. So. Ich hoffe, Marie ist jetzt auch da. Ja, gestern war Mittwoch, ne? Gestern hatte, glaube ich, die Bücherei zu, aber heute... Heute kann ich sie, glaube ich, sprechen. Oha! Oh, du kommst, um das Buch zurückzugeben. Was hieltest du vom König und dem Holzfäller? Ich mochte den Holzfäller. Das stimmt, da stimme ich dir zu. Diesem König war nicht zu helfen. Ah, da war es wichtig. Da war es wichtig, dass ich es gelesen habe. Ach, sie hat gesagt, dass man Inventar genommen. Bitte komm wieder. Ach so, okay. Ich kann dir gerade nichts geben. So. Oh, ich danke dir. Aber ist es wirklich okay? Natürlich. Hallo. Ich mag sie ganz gerne. Ich glaube, ich mag sie sogar lieber als Ellie. So. Okay. Guck mal nochmal trotzdem bei Ellie vorbei. Ich habe nicht umsonst noch ein Blümchen mitgenommen für sie. Ah, danke dir. Juhu. Aber meinst du wirklich, dass es in Ordnung ist? Na klar, meine blauherzige Freundin. Na, Ellie, die haben wir gerade richtig um den Finger gewickelt. Ja, ich hätte Marie eher auch die anderen Sachen, also hier, die anderen Blumen, Rotgras geben sollen oder Blaugras halt. Die verschiedenen Grassorten halt. Ich weiß gar nicht, gab es im Herbst dann Gelbgras? Ich überlege gerade. Ich weiß, im Winter gab es, glaube ich, so Schneegras oder so, das sah auch so aus, oder Weißgras. Das war halt eben das Gras im Weiß. Na, gucken wir mal, trotzdem... Was es noch so Schönes gibt in den Bergen. So. Okay. Ich bin noch voll im Entdeckermodus. Habe ich schon einen Honig geholt? Ja, anscheinend. Sehr gut. Perfekt. So. La 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 la. So, schauen wir mal, was es oben noch Tolles gibt. Da wird es ganz viele von diesen gelben, rosa, pink Blümchen-Dingsies geben. Vermute ich mal. Aber noch irgendwas? Ich guck mal hier. Nee. Sieht gar nicht mal so reich an erntbaren Sachen aus. Schade. Schade, schade, schade. Naja. Noch mal oben, ob da noch was ist. Wenn nicht, nehme ich schon ein paar von diesen bunten Blümchen mit und hoffe, dass Popuri die ganz gerne mag. Kriegt sie ganz viele von. Hat da schließlich heute Geburtstag, die Gutste. So. Okay. Gut. Ich denke, das war's dann auch vorerst. Die Folge war schon ereignisreich genug, würde ich mal fast behaupten. Wir haben auch zufälligerweise Popuris Geburtstag erwischt. Gut. Ja. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und sage ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wie mir jetzt Let's Play Harvest Moon Back to Nature. Bye.